Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. So, nichts sagen, Obermarkt gefällig. Wie läuft's? Wie läuft's? Hä? Tauchen die jetzt oder nicht? Was hab ich denn da genommen? Zweifelnd. Geht gleich los. Also gut, Kinder. Schon mal benutzt. Ab die Post. Gegen Haie? Nö. Und vergesst bitte die Regeln nicht. Was hab ich du noch genommen? Ich sag, wo es lang geht. Machen wir ein Vorher-Foto. Ah, Cam. Selfie! So, ich tauch dann gleich mal ab, ne? Ich bin mal gespannt. Ich auch. Ich glaube, du bleibst auf dem Boot und ich mache eine Tauchpartie. Ich darf ins dunkle Meer springen, während du hier schön an der sonnigen Oberfläche bleibst. Oh. Ah, jetzt kommen diese Handlungsstränge, ne? Diese verschiedenen. Genau. Bin mal gespannt, wie das gelöst wird. Sieht wie ein Bomber aus. Ah, du kommst doch mit. Mit Leichen drin. Geht sanft, wie sich hin und her wiegen. Ah, im seichten Strom der Gezeiten. Jetzt hast du ein bisschen Piratenfeeling. So ein bisschen, ne? So, jetzt muss ich doch tauchen. Hoppla, alles gut? Jetzt bin ich oben! Was? Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser das Geheimnis. Das sehe ich anders. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Doch, vom Hai. Diese Form. Hm? Vom Hai. Entschuldigung. Ich mach dich mal eben gerade mal aus, ne, damit ich dann hier in Ruhe hier oben das machen kann. Dann kannst du mir gleich erzählen, was passiert ist. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Eine Luke, da kommen wir durch. Okay, eine Luke. Da kann man, dann kann ich noch nichts machen. Ich gucke erstmal nur zu. So. Gefährlich sein. Das kam jetzt unerwartet. Ladies first. Ich will nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft. Ist doch unglaublich. Ein Traum wird wahr. Sehen wir uns doch lieber etwas um. Los, los, los. Okay, ich habe eine Vorahnung. Das sah aber auch nicht gut aus. Also das vermute ich mal. Da wird es ein Problem geben, wahrscheinlich mit der Dekompression. Julia, stopp! Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng. Wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Bin ja so ein Schisser, ne? Aber wir nutzen mal flapsig, das passt schon. Sei nicht so ein Weichei. Ich schaff das. Weichei? Im Ernst jetzt? Bin ich tot? Was geht hier vor? Riskier mal was, Feigling.
Komm schon. So war es wenigstens erfolgreich. Ich hab nichts gecheckt. Da fehlen mir die Worte. So. Mach keinen Scheiß hier unten. Nur das ist aus. Eine Chance. Kapiert? Ah, ganz ruhig. Mir geht's gut. Alles easy. No problemo. Klar, Mann. Darauf ein Schluck Kaffee. So. Was haben wir da? Eine alte Schraube. Nee, eine Patronenhülse. Okay, ein Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Mhm. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Sieh mal. Im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Mhm. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Ein fehlendes Rettungsboot. Was es sonst noch gibt. Ein fehlendes Rettungsboot weist meistens darauf hin, dass es benutzt wurde. Ich vermute aber mal stark. Dass damit irgendwas anderes gemacht wurde. Was genau steht noch. Steht noch geschrieben irgendwo. Was war das? Sehen wir nach. Duke an Alex. Duke an Julia. Boah, wie ich sowas nicht mag, wirklich. Ich hätte. Ist doch schön warm. Yeah. Pilot und Co-Pilot. Kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Oh Gott. Langsam. Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja. So, einmal drehen. Das geht doch nach hinten los, oder? Julia! Oh Gott! Fass sonst einfach nichts mehr an, klar? Ich will jetzt ganz schnell irgendwie hier verschwinden. Mehr. Ich nimm's mit dir auf. Ich box dich. Komm schon. Warte. Okay. Dachte, das ist der richtige Zeitpunkt, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Wer kann sich da schon richtig sicher sein? Was willst du? Weißt du? Oh. Ja, nee, ist klar. Unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir. Aha. Julia. Willst du mich heiraten? Ich bin erstmal erstaunt. Ich. Oh Mist. Sorry, Alex. Ich hab nicht. Ich wollte. Huch. Wir sind fast gestorben. Julia, ernsthaft? Ich muss drüber nachdenken. Alex, ich. Ich bin jetzt mal so pappendreist. Blödes Timing, ich weiß. Grauenhaftes Timing. Tut mir leid. Das war echt dämlich. Nein, stopp, bitte. Es ist nicht deine Schuld.
Ich muss einfach mal darüber nachdenken. Und zwar, es liegt an mir, nicht an dir. Oh, war das zu gemein? Ich weiß es gar nicht. Hey, wo kommt das andere Boot her? Das ist doch das fehlende Rettungsboot gewesen, oder? Warte. Julia, erst die Dekompression. Hey! Scheiße! Was zum Teufel? Wir müssen da rauf! Warte, die Dekompression! Tu's nicht, Alter, wirklich. Nee, mein Bruder ist da oben, nichts sagen. Verdammt. Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Das ist ja Folter. Noch ein paar Sekunden. Okay, jetzt. Los, los! Da seid ihr auch schon wieder da. Oh Gott. Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder am Lot. Alter. Ich glaube, ich habe eine Vorahnung gehabt und dann habe ich die umgangen. Zumindest hoffe ich das. Wir hatten einen Unfall. Also laut denen hattest du eine Vorahnung. Du hast ein Bild gefunden und du hast ein Geheimnis gefunden. Ja. Was war das mit dem anderen Boot? Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Leider konnten wir es nicht ganz unversehrt wieder verlassen. Was? Wieso? Wegen der Tauchleine. Wie schlimm? Also erstens, das Cockpit ist weg. Was für eine Scheiße! Was regt die sich so auf? Frag mich jetzt auch. Ist ja doch auf natürlichem Wege passieren können. Klar. Das Ding ist, ich hatte aber auch eine Vorahnung. Erzähl ich dir aber gleich. Ja. Da ist aber der gute Mann. Der Kurator. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Mhm. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Nur fühlt sie leider nicht so. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Ein Arschloch. Oh, super arrogant. Eklig. Ich habe den Heiratsantrag abgelehnt. Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Okay, wir haben gute Arbeit gemacht. Ja, perfekt. Kurze, ja. Ganz kurze Pause. Warte mal, ich glaube, wir sind gerade noch am Ladebildschirm. Warten wir mal eben. Sekunde. Okay. Lass uns erstmal noch die Sequenz machen. Das wird jetzt nochmal spannend. War das Flugzeug gut erhalten? Brad, das war Wahnsinn. Das war wie eine Zeitreise. Kein Witz. Tja, es war wie eine Zeitreise, bei der man aus Versehen in einer Vergangenheit landet, in der alles unter Wasser liegt und voller Muscheln ist. Und Haie. Haie? Bloß ein Hai. Ah. Hast du gegen Haie gekämpft? Nee. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trink mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckt ein Geschoss im Flugzeug. Huh. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Mhm. Ich glaube, jetzt können wir eine Pause machen. Warum ein Nein? Warte, jetzt muss ich erst mal... Ich war nicht klar im Kopf. Komm, Alex, tut mir leid. Ich war nicht klar im Kopf. Du warst nicht? Julia, wie meinst du das? Der Antrag kam zu plötzlich. Na, erst wären wir fast gestorben, dann plötzlich aus dem Nichts stellst du die Frage. Okay, verstehe schon. Aber ich glaube, ich verstehe es nicht wirklich. Wenn die Situation
nicht so heftig gewesen wäre, wäre die Antwort anders? Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß nicht, wie lange ich den schon kenne, aber ich sag mal. Ich glaube schon. Ja, ich denke, ich war nur überrascht. Tut mir leid, ich hab's auch nicht sehr glaubwürdig. Ja? Nein, hast du nicht. Mir muss das leid tun. Ich dachte, das war das Ende unserer Beziehung. Ich mach's wieder gut. Ich wollte es dir nicht vermasseln. Ist okay, wirklich. Wie wär's, wenn ich's wieder gut mache? In deiner Badehose. Ich weiß, du willst nur sexy sein, aber du wirkst wie ein Raubtier. Ich lass dich das Raubtier fangen. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Was immer du willst. Hoch, hab ich da geklickt. Wo sind die anderen? Ich geh sie holen. Chill doch so lange. Genau, chill mal deine Base, Alter. Hey, meinen Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Also, wann passiert... Weiß schon. Irgendwas Magisches. Alter, dieser Conrad, ne? Super eklig. Furchtbar. So, entschuldige meinen Bruder, gib endlich Ruhe. Hast du ein Problem? Gib doch mal Ruhe. Okay, das reicht aber wirklich. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Okay. Wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hol ihn. Hey.